Während es in den größeren Städten wie Magdeburg, Braunschweig, Halle und Dessau ruhig geblieben ist, hatte die Feuerwehr in der Altmark ordentlich zu tun. Insgesamt gab es 70 Einsätze wegen umgestürzter Bäume, sagte uns ein Sprecher der Leitstelle. Dazu war eine Hochspannungsleitung bei Gardelegen gerissen. Dort hatten die Anwohner gestern Abend für knapp drei Stunden keinen Strom. In Wolfen hat der Blitz einen Schuppen in Brand gesetzt. Auch in Leipzig schlug der Blitz ein. Einsatzkräfte hatten daraufhin ein Wohnhaus evakuiert, Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Aus der Nachrichtenredaktion Michael Holzberger, Radio SAW.